Auch ich möchte euch ganz herzlich zu dieser zweiten Kreisvorsitzendenkonferenz der Linken begrüßen. Ich freue mich, dass die Konferenz auch in diesem Jahr so gut besucht ist. Wir haben derzeit 220 Anmeldungen. Damit sind knapp 2/3 der Kreisverbände vertreten. Und das wieder von Nord nach Süd, von Ost nach West, von Ahrweiler bis zum Wartburgkreis, von Göttingen bis Gotha sind Kreisvorsitzende und Vertreterinnen und Vertreter aus den Kreisen vertreten. Das zeigt, wie breit wir aufgestellt sind als eine gesamtdeutsche linke Partei. Und ich kann auch genau daran anknüpfen, was Maren gerade schon gesagt hat. Linke Politik ist nicht das Geschäft von wenigen, ist nicht das Geschäft von einigen Mandatsträgern und Funktionären, sondern linke Politik wird vor Ort gemacht, linke Politik wird vor Ort gestaltet, sie findet im Ehrenamt statt, sie wird von unten gemacht. Wir alle geben der Linken ein Gesicht und das heißt auch, wir alle können die Zukunft der Linken mitgestalten. Und wie wir das tun, das ist aus meiner Sicht die Herausforderung, das ist die Fragestellung für diese Kreisvorsitzendenkonferenz. Und das gilt natürlich auch in der jetzigen, zugegebenermaßen etwas schwierigen Situation, in der die Umfragewerte, aber auch die Stimmung in der Partei schon einmal besser waren. Und genau aus diesem Grund wünsche ich mir, dass am Ende dieser Konferenz auch die Botschaft ausgehen wird: Wir werden als Linke nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir werden weiter streiten, konsequent für soziale Gerechtigkeit, gegen den sozialen Kahlschlag, gegen Umweltzerstörung und Privatisierung. Und wir werden auch unsere Alternativen einbringen als eine aktive, offene Partei, als eine Mitgliederpartei, als eine Mitmachpartei. Das sollte aus meiner Sicht die Botschaft von dieser Konferenz sein. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns heute also gemeinsam diskutieren, wie wir die Linke wieder nach vorne bringen und wie wir wieder als die Partei wahrgenommen werden, mit der man selbst die Welt verändern kann und die Zukunft gestalten kann. Und genau dafür sind eure Ideen, sind eure Anregungen und auch eure Kritiken gefragt. Und all das soll auch in den Foren angesprochen werden. Maren hat es schon gesagt, es geht nicht darum, dass die in den Foren die Mitglieder des Geschäfts- und Parteivorstandes, die ja alle die Verantwortung für eines der Foren übernommen haben, sozusagen Vorgaben machen oder die Veranstaltung dominieren, sondern es geht wirklich darum, den Raum zu öffnen für alles, was gesagt werden muss und für alle guten Ideen und Erfahrungen, aber auch Kritiken, die zur Sprache kommen sollen. Liebe Genossinnen und Genossen, berechtigte Kritik gab es im Vorfeld auch, weil der Geschäfts- und der Parteivorstand diese Konferenz zunächst verschieben wollte. Das war ein Fehler. Dafür haben wir auch als Geschäfts- und der Parteivorstand kollektiv die Verantwortung übernommen. Und wir haben auch daraus gelernt. Zum einen hat es in fast allen Ländern vorbereitende Veranstaltungen, Gespräche mit den Kreisvorsitzenden gegeben, von den Parteivorsitzenden, den Geschäftsführern und anderen Mitgliedern des Geschäfts- und Vorstandes. Und wir haben versucht, die Anregungen und Ideen aufzugreifen. Und ich glaube, jetzt ist es auch klar, dass diese Kreisvorsitzendenkonferenz in jedem Jahr in den politischen Kalender der Linken gehört. Und wir werden auch heute Nachmittag noch Vorschläge hören und Vorschläge machen, wie wir die Vorbereitung zukünftig gestalten können. Liebe Genossinnen und Genossen, heute werden wir die Zeit und die Gelegenheit nutzen, gemeinsam zu diskutieren, was gehört ins Programm, welche Strategie verfolgen wir als Partei, aber natürlich auch in unserer Arbeit vor Ort. Wie können wir neue Mitglieder gewinnen und die Mitglieder, die wir haben, die schon zu uns gekommen sind, auch einbinden in unsere Arbeit? Wie können wir gemeinsam mit ihnen Aktivitäten und Kampagnen vor Ort gestalten? Aber auch, wie können wir die Linke als einen Ort gestalten, der ein einladender Ort ist, auch ein einladender Ort für Frauen. Auch das wird ein Thema in den Foren heute Nachmittag sein. Und natürlich auch die ganz wichtige Frage, wie können wir unsere Arbeit auch zukünftig finanziell absichern? Das sind die Themen in den Foren. Wir haben in jedem Forum ein Mitglied des geschäftsführenden Parteivorstandes
als verantwortlich erklärt, als Moderator, als Moderatorin. Und es geht, wie gesagt, darum, nicht die Kreisvorsitzenden zuzutexten, sondern im Gegenteil, die Ergebnisse der Foren auch dafür zu sorgen, dass sie dann tatsächlich auch Einfluss auf unsere Politik haben und ein Rückfluss gewährleistet ist in die Arbeit des geschäftsführenden Parteivorstandes. Wir haben heute Nachmittag dann die Gelegenheit von einem Mitglied der Foren, und das kann in den Foren auch selbst festgelegt werden, die Ergebnisse aus den Diskussionen hier in einer Diskussion vorzustellen. Und wir wollen heute Nachmittag auch denjenigen Kreisvorsitzenden die Gelegenheit geben, die Ergebnisse ihrer Diskussion von gestern hier in dieser Konferenz zu präsentieren. Also auch das wird heute Nachmittag stattfinden. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin mir ganz sicher, dass diese Konferenz eine konstruktive Konferenz werden wird. Wir werden als Linke gefragt. Wir sind als Linke gefragt, auch zukünftig als die Partei, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, die sich als einzige konsequent gegen sozialen Kahlschlag einsetzt. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die gestrige Entscheidung der Grünen ansehe, dass sie diesem halbherzigen Beschluss der Bundesregierung zum Atomausstieg zustimmen wollen, dann sehe ich auch einen Platz für uns als Linke als eine konsequente Umweltpartei. Auch das sollte aus meiner Sicht von dieser Konferenz ausgehen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich wünsche mir jetzt eine konstruktive, eine diskussionsfreudige Veranstaltung, eine Veranstaltung, die unserer Partei wieder Schwung verleitet, genau den Schwung, den wir gebrauchen werden für die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, aber natürlich auch für die Kommunalwahlen hier in Niedersachsen. Ich hoffe, dass auch diese Konferenz uns diesen Schwung verleiten wird, den wir jetzt für die nächsten Wahlen gebrauchen können. In diesem Sinne wünsche ich mir eine gelungene, konstruktive Konferenz, die ist auch hiermit eröffnet. Vielen Dank.